Verena, du bist hier und plädierst für Innovation. Warum ist dir das Thema so wichtig? Innovationen sind einfach gutes Unternehmertum. Ich finde es abstrus, dass wir darüber diskutieren, ob wir Innovation betreiben sollten oder nicht. Langfristiges, gutes Unternehmertum. Ich bin jetzt die vierte Generation von einem Unternehmen. Bedeutet, sich immer und immer und immer wieder neu zu denken. Es gibt gar keine Alternative als Innovation. Deswegen weiß ich gar nicht, was passiert ist mit unserem Diskurs über das Thema. Wie kann man Innovation schaffen? Ich glaube, es ist zuallererst ein Thema von Eigentümern oder Management. Ich glaube, ich plädiere für einen total nüchternen Blick und einen total nüchternen Diskurs um Innovation. Es geht nicht darum, dass wir alle Kickertische bei uns stehen haben müssen, dass wir alle Millennials sein müssen. Es geht darum, dass wir sagen, okay, ich habe ein bestehendes System, da werde ich Innovation nicht auf die Art bekommen können, wie ich das brauche, weil das ist einfach so, systemimmanent. Das heißt, ich muss mir von externen Innovationen einkaufen oder von extern den Weitblick einkaufen, in welche Richtung ich investieren könnte. Und sobald wir aufhören, den ganzen Fluff zu erzählen und so wolkig über das Thema zu sprechen, können wir anfangen, richtig Strategie zu bauen, richtig bewusst unsere Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln. Der Diskurs um Innovationen hält uns eigentlich davon ab, Innovationen zu betreiben, die eigentliche Arbeit zu machen. Welches Feld siehst du gerade, wo es wirklich wichtig ist, hinzuschauen? Geh in den Supermarkt, geh ein Regal lang, egal welches. Nimm ein Regal. Und das wird sich verändern. Wir sind gerade in einer Zeit, wo sich in den nächsten 10, 20 Jahren meines Erachtens unsere Lebensmittelindustrie so schnell verändern wird. Wir sehen jetzt die ersten Anzeichen. Und die neuen Produkte, die überall jetzt etablierte Produkte ersetzen, kommen nicht etwa von etablierten Playern, sondern von anderen Unternehmen, die nichts mit Lebensmitteln zu tun hatten oder die nichts mit dieser Kategorie zu tun hatten und jetzt reinkommen und die verändern.